Ihr habt's gesehen, oh mein Gott, ich habe direkt einen Doppelkill gemacht und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Wir haben eine neue Granate und ihr habt's gesehen, ich habe direkt einen Doppelkill damit gemacht. Das Ding ist auf jeden Fall echt geil. Das Ding piept erstmal und dann kommt ein Bumm und das war's dann. Nein, also wie gesagt, wir haben eine neue Waffe in Fortnite und zwar die Granate. Und ihr habt gesehen, ich habe einen Doppelkill damit geholt. Also echt cool gewesen, dass es so spontan geklappt hat. Also es war jetzt nicht geplant oder so. Ich habe wirklich gerade die Aufnahme gestartet, weil ich die neue Granate testen wollte. Habe sie auch direkt bekommen und dachte mir, okay, perfekt, weil sonst muss ich immer so gefühlt eine Stunde warten, bis ich eine Granate finde oder das Teil, was ich testen möchte. Aber es hat wirklich schnell geknappt. Und wie gesagt, ihr habt es gesehen, zweimal 100er Schaden. Ich glaube, die macht auch wirklich nur 100 Schaden. Okay, so. Direkt mal raus hier. Shit. Okay, ich muss hier weg. Eine Falle aufgestellt. Ich muss eh noch einen Fallenkill machen. Ich mache nämlich die Mission gerade für meinen Bruder. Deshalb. Das war ein Fehler. Wir haben direkt mal die nächste Runde angefangen und ich bin hier in Lonely Lutsch gelandet. Lutsch, keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Genau, ihr habt die Granate auf jeden Fall schon gesehen. Die Granate ist definitiv neu ins Spiel gekommen. Und ich finde sie auf jeden Fall jetzt schon geil. Mal gucken, ob wir hier nochmal die Granate finden. Ich bin ja eben unglücklich gestorben. Aber das war eigentlich ganz normal, weil ich hatte nichts wirklich und kein Schild. Ich wollte eigentlich nur die Granate testen und die finden. Habe ich dann aber auch getan. Und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht in dieser Runde besser abschneiden. Okay, eine blaue Pump haben wir schon mal. Irgendwie, ich bin noch so kaputt. Ich bin noch nicht ganz wach. Mein Gehirn braucht noch ein bisschen, bis ich irgendwie realisiere, was da liegt. Ich weiß nicht warum, aber brauche so eine Gedenksekunde die ganze Zeit. Ist hier noch eine Kiste? Ich höre sie zwar nicht, aber ich wusste, da ist noch eine bestimmt drin. Weil ich weiß nicht warum, aber Fortnite ist in letzter Zeit nicht so, keine Ahnung. Also ich höre keine Kisten, ich höre dies nicht, ich höre das nicht. Das ist ein bisschen... Hä? Schießt er sie erst auf mich? Ja, Mann, da ist einer. Der holen wir uns natürlich ganz schnell. Oh Junge, ich dachte, er gibt mir... Ich hatte schon echt für einen kleinen Moment einen Schock, aber... Jetzt entspannt euch mal. Eine goldene Sniper, die nehmen wir natürlich dankend mit. Munitionskisten immer mitnehmen, Leute. Ey, vergisst diese Munitionskisten nicht. Ich sehe so oft Leute, die an diesen Munitionskisten vorbeilaufen. Und ich kann das nicht nachvollziehen irgendwie. Weil am Ende heißt es immer so, ey, ja, Bruder, kannst du mir Munition droppen und so. Nein, Digga, achtet doch einfach mal selber drauf und nimmst diese Munition mit. Und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare zu der Granate. Ich finde, die ist auf jeden Fall gelungen, mal was Neues. Also die Impulsgranate und so ist ja auch cool, aber das sind keine Dinge, die ich benutze. Oh, hier ist eine Kiste. Geil. Und diese Haftgranate oder Haftbombe oder wie ihr auch nennen möchtet, die finde ich eigentlich echt nice und ich würde sie auch selber benutzen. Deswegen finde ich das immer geil. Hä? Was sollte denn der Kack gerade? So sollte das, genau. Deswegen, und ich habe sie bis jetzt nur einmal gefunden, das war in diesem einen Spiel, wo ich gerade angefangen habe aufzunehmen. Und deswegen, ja, ich werde mal schauen, ob ich in Zukunft damit spielen werde. Ich werde auch die ein oder anderen Livestreams jetzt noch starten. Und jetzt möchte ich erstmal diese Runde noch zu Ende bringen. Wie gesagt, ich mache ja zurzeit noch diese ganzen Herausforderungen für meinen Bruder, für seinen Battle Pass. Wir haben ja nicht mehr so lange, ich glaube, ab morgen noch eine Woche, glaube ich. Und dann kommt ja auch die neue Woche, also die neue Season. Die Season 4 dann schon. Ja, Mann, es ist schon die Season 4 dann. Heftig. Und ja, da werde ich mir auch natürlich den Battle Pass schon holen. Ich habe schon die V-Bucks dafür. Ich wollte damit erstmal einen Skin kaufen, habe ich mich aber dagegen entschieden, weil, keine Ahnung, ich finde so Skins dafür. Guck mal, wir haben die neue Granate natürlich nochmal direkt. Nehmen wir natürlich mit. Eigentlich würde ich nie Granaten mitnehmen, aber die nehme ich einfach mal mit, weil ich sie testen will. Großen Trank. Hier ist noch eine Kiste. Oder ist das die? Hä? Ist das gerade ein Soundbug? Ist das... Ach so, nee, hinten ist ja noch eine. Ah, ich denke mir gerade, ist das ein Soundbug?
Wow, ich war richtig wie so ein Noob gerade, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt noch den einen oder anderen Gegner holen können. Weil ich, wie gesagt, ich bin hier gelandet wegen den ganzen Kisten, wegen den Herausforderungen und alles. Aber kennt ihr diesen Moment, wenn ihr dann wirklich hier landet, dann findet ihr einfach keine einzige Kiste? Das ist so richtig räudig einfach. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Was ist denn los heute? Ich habe jetzt schon fünfte Kiste oder so. Laufen wir natürlich einmal durch. Bandages nehmen wir natürlich mit. Und dann holen wir uns direkt mal die Tanzfläche hier links. Da habe ich das auch mal hinter mir. Weil wir haben ja noch die doppelte EP-Woche. Und die ist auf jeden Fall auch krass, weil ich habe gefühlt an einem Tag 30 Battle Pass-Stufen gelevelt. Also das war echt heftig. Weil er hat, wie gesagt, keine einzige Herausforderung einfach gemacht, gefühlt. Deswegen habe ich die ganzen Herausforderungen gemacht. Aber okay. Wir gucken jetzt einfach mal hier. Hier ist bestimmt auch keiner gelandet. Gehe ich kurz rein, tanze und dann ist es auch wieder gut. Weil looten brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich bin eigentlich gut equipped. Vielleicht ein bisschen mehr Schild oder so. Aber wenn ich hier so eine Kiste schon rumliegen sehe, nehme ich sie natürlich auch mit. Keine Frage. Aber ich bin jetzt nicht wirklich auf der Suche nach Kisten. Da ist ein Schlürfer, den nehme ich. Guck mal, dann habe ich wieder volles Leben und 75 Schild. Das ist doch mal was Gutes. So, und wie gesagt, ihr könnt mir auch mal gerne Videoideen in die Kommentare schreiben, was ihr so in Zukunft mal von mir sehen möchtet. Ich habe natürlich viele Ideen und ich hau ja auch jeden Tag zurzeit Videos raus. Ihr merkt es wahrscheinlich. Ich gebe mir wirklich Mühe dafür. Tanzen wir ein bisschen hier. Geil. Okay, das haben wir dann auch. Ist hier eine Kiste oben drin, ne? Tatsächlich, ich habe eine Kiste gehört. Heftig. Ja. Die kannte ich gar nicht, diese Kiste. Krass. Okay, ich nehm die Schildis natürlich mal mit. Weil die Granaten können wir niemals jetzt fallen lassen. Und ein Sniper ist schon wichtig im Fernkampf. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal Videoideen in die Kommentare schreiben. Ich bin natürlich offen für alles. Wenn ihr irgendwelche guten Ideen habt, die man umsetzen kann, würde ich sie auch gerne machen. Keine Frage. Irgendwie soll hier so ein Bug gewesen sein. Man konnte irgendwie wegfliegen. Keine Ahnung, hat man noch nie gemacht. Und hier sind nochmal Schildis. Aber kein Verkaufsautomat hier. Komisch. So, wir gehen mal Richtung Mitte der Zone. Also natürlich hier um den Berg herum. Und ja, schreibt mir gerne eure Ideen in die Kommentare. Ich weiß, ich wiederhole mich irgendwie, aber wenn ich mich dann auf irgendwelche Sachen konzentriere, dann vergesse ich mal, was ich gesagt habe. Vielleicht kennt ihr das, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin offen für Neues. Wenn ihr irgendwelche richtig guten Ideen habt, würde ich es natürlich auch raushauen. Also ich würde es natürlich machen, weil ich habe zurzeit viel Zeit für YouTube und deswegen investiere ich auch viel Zeit in YouTube. Und ich hoffe, ihr merkt es auch. Ich möchte natürlich die Qualität von meinen Videos verbessern. Deswegen habe ich auch schon mein Videoschnittprogramm geändert und alles. Damit ich da mehr Effekte reinhauen kann und keine Ahnung, weiß der Gott, was ich da nochmal alles machen kann. Einfach auf die Qualität, weil ich renne zurzeit mit Vegas, also Vegas 15, neueste Version. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie laggt. Also, dass das Ding zu langsam ist und es braucht voll lange zum Rendern. Und wenn ich das gerendert habe, sind da voll die Fehler manchmal. Und das stört mich einfach. Und ich sehe da einen Gegner. Den holen wir uns natürlich mit der Sniper. Tschüss, wie schnell der Junge gebaut hat. Guck jetzt mal. Guck mal jetzt. Hä? Warte mal, warum hat er nicht geworfen? Der hat nicht geworfen. Habt ihr es gesehen? Der hat einfach nicht geworfen. Ja, okay, bestimmt eine goldene Ska. Ey, so ein Lowbop, Mann. Sowas regt mich richtig auf. Okay, Leute, ich bin heute einfach nicht gut drauf. Ihr merkt es irgendwie. Irgendwie soll es nicht sein. Aber die neue Granate haben wir auf jeden Fall getestet. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu der neuen Granate. Ich finde sie, wie gesagt, gelungen. Jetzt hatte sie zwar gerade so einen Bug. Ich weiß nicht, er wollte sie nicht werfen. Aber ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht mache ich nochmal ein Video, wo ich diese Granate nochmal ausgiebig teste und die ganze Zeit sozusagen nur mit der Granate spiele. Nur Gameplays mit der Granate. Kann ich auf jeden Fall auch raushauen. Und ja, ansonsten schreibt mir auch mal Videoideen in die Kommentare. Dinge, die ihr gerne sehen möchtet oder die Dinge, die euch interessieren, kann ich dann natürlich auch nochmal raushauen. Und ansonsten war es das für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst mal eine positive Wertung da. Abonnieren nicht vergessen, um weiter zu passen und natürlich die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.